Frohes Neues! Die erste Ausgabe im Jahr 2024. Neues Jahr und einige Veränderungen. Ihr seht, es sieht alles ein bisschen anders aus als vorher. Ich hoffe, das neue Design gefällt euch und ich kann euch sagen, das wird ein spannendes Fußballjahr 2024 mit dem ersten FC Saarbrücken, aber auch mit diesem kleinen schönen Videoblog wird es die ein oder andere Überraschung geben. Ich habe viele Ideen für das neue Jahr, die wird es dann in den nächsten Wochen und Monaten zu sehen geben. Und die erste, die gibt es jetzt schon. Denn ihr habt es sicher gesehen, ich habe das Fußballjahr 2023, das Fußball-FCS-Jahr Ende des letzten Jahres zusammengefasst in so einer Grafik, in so einer Schlagwortwolke. Mit verschiedenen Begriffen, die das Jahr 2023 zusammenfassen. Und da habe ich tatsächlich einige Mails bekommen von Leuten, die gefragt haben, ey, kann man das nicht irgendwo kaufen, so als Merch oder so? Da habe ich erst mal gedacht, naja, weiß ich nicht, mal gucken. Und dann kam, wie der Zufall so will, kurze Zeit später eine Mail von Jonas und von Tim, die nebenberuflich eine kleine Druckerei, Stickerei, ich weiß nicht, wie man das nennt, betreiben, die jedenfalls T-Shirts bedrucken. Und die haben gesagt, ey, das ist ein total geiles Motiv, das würden wir gerne auf ein T-Shirt drucken. Wollen wir da nicht mal was zusammen machen? Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen hin und her überlegt und Achtung, tada, da ist es. Das T-Shirt. Das erste Tauzi ruft an T-Shirt, das Jahr 2023 künftig auf dem Rücken als T-Shirt. Könnt ihr bestellen ab sofort. So sieht es von hinten aus. So sieht es von vorne aus. Sind schwarze Shirts in einer ganz guten Qualität mit eben dem FCS-Jahr 2023 drauf. Alle Infos seht ihr hier, die ihr braucht. Ihr könnt es nämlich bestellen über eine E-Mail-Adresse, die seht ihr hier oben eingeblendet, info@jt-design.com, Design mit Z geschrieben, oder ihr geht auf die Instagram-Seite von JT Design, da könnt ihr auch per privater Message die Jungs direkt anschreiben und es so klären. Die Tickets kosten 15 Euro und zwar wichtig, dass sie auf jeden Fall erschwinglich sind und es geht auch nicht darum, damit Geld zu verdienen. Also ich bekomme keinen einzigen Cent von diesem Geld, weil von diesen 15 Euro gehen 5 Euro an einen guten Zweck. Die anderen 10 Euro, die werden dafür verwendet, tatsächlich für die Produktion. Also die T-Shirts müssen gekauft werden. Es ist ein ziemlich geiler Farbdruck, der da drauf kommt. Die Jungs haben damit ziemlich viel Arbeit. Dafür gehen 10 Euro drauf und die anderen 5 Euro, die werden gespendet und zwar aufgeteilt die eine Hälfte an den Förderkreis der Virage Est. Jungs und Mädels können das Geld gebrauchen, sorgen nicht immer nur für geile Stimmung im Stadion und für geile Choreos, sondern seit einiger Zeit auch für tolle Veranstaltungen wie den blau-schwarzen Weihnachtsmarkt oder der 120-Jahr-Feier vom ersten FC Saarbrücken. Also da geht die eine Hälfte hin und die andere Hälfte geht an den Wünschewagen im Saarland. Es ist ein Verein, der schwerkranken Menschen ermöglicht, tatsächlich nochmal ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Das kann ein Besuch bei den Verwandten sein, das kann ein Besuch im Stadion sein. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn die dann tatsächlich im Ludwigspark sind und die nochmal einmal den Wunsch haben, den ersten FC Saarbrücken live im Stadion zu sehen und die Stimmung zu genießen. Also es ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Da geht dann die zweite Hälfte hin. Wir werden dann in ein paar Wochen, wenn dann tatsächlich alle T-Shirts bestellt und ausgeliefert sind, werden wir auch nochmal eine kleine Bilanz machen. So, dass das alles ganz transparent ist. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, Geld zu verdienen, sondern eine gute Sache zu unterstützen und eben allen, die daran Interesse haben, die Möglichkeit zu geben, das Jahr, Fußballjahr 2023 künftig auf dem Rücken zu tragen. Im Stadion, auf der Arbeit oder wo auch immer. Oder wenn ihr damit schlafen geht, ist auch egal. Aber ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn viele von euch das nutzen wollen. Es gibt für alle eigentlich T-Shirts, Herren, T-Shirts in den Größen XS bis 2XL, Damen-T-Shirts in den Größen XS bis 2XL und es gibt auch Kinder-T-Shirts von den Größen 98 bis 164. Ihr könnt es ja hier unten sehen, da ist alles nochmal aufgeschrieben. Wie gesagt, einfach eine kurze E-Mail oder eine Nachricht an Jonas und Tim schicken, hier entweder über diese Adresse oder über die Instagram-Seite. Schreibt rein, was ihr gerne für ein T-Shirt hättet, in welcher Größe. Ach so, und es gibt dann drei Möglichkeiten, an diese T-Shirts ranzukommen. Entweder könnt ihr sie direkt in Saarbrücken bei den Jungs abholen. Ihr könnt sie dann eventuell beim ersten Heimspiel gegen Ingolstadt dann abholen. Dann bringen die Jungs das mit ans Stadion. Oder ihr lasst es euch ganz bequem nach Hause schicken. Dann kommen zu den 15 Euro allerdings nochmal 3,50 € Versand drauf für Verpackung, Versand und Versicherung. Dann ist es auf jeden Fall bei euch zu Hause. Also, schlag zu. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele dieses T-Shirt hier tragen. Und dazu
ist jetzt, glaube ich, alles gesagt. Dann kann es jetzt wieder um Sportliche gehen, weil das große Thema ist ja, wird es Neuverpflichtungen geben beim 1. FC Saarbrücken, beziehungsweise wann? Und wer sollte das besser wissen als unser Sportdirektor? Deswegen freue ich mich sehr, dass er sich im Trainingslager ein bisschen Zeit genommen hat, um all die offenen Fragen, die wir gerade in Foren oder in der Kneipe diskutieren, einfach mal zu beantworten. Ich ziehe mir jetzt schnell das neue T-Shirt an und dann wünsche ich viel Spaß mit Tauzi ruft an und Jürgen Loginger. Hola und buenos dias nach Spanien. Liebe Grüße, hallo Jürgen. Hola Tauzi, grüß dich. Ja, schöne Grüße aus Spanien. Wie man das im Urlaub halt so macht, die erste Frage, wie ist das Wetter bei euch? Du, aktuell gut. Gestern hatten wir einen kleinen Regentag, aber sonst die Tage zuvor war gutes Wetter, 15 Grad, Sonne. Also ideal zum Trainieren, ideal für die Vorbereitung. Ihr seid ja auch zum Arbeiten da und was man hier in Deutschland so bisher von euch sieht, das sieht echt super aus. Es ist ja so das erste Trainingslager, das auch bei Social Media mal so richtig schön begleitet wird mit tollen Fotos und Videos. Es sieht so aus, als sei ein Hotel und Trainingsplatz ein absoluter Volltreffer. Ja, muss man sagen. Also wir haben sehr gute Plätze. Hotel ist gut, Essen im Hotel und alles. Die Mannschaft fühlt sich wohl. Also ich glaube, ich hätte mir nicht besser antreffen können. Ja, und ihr seid ja auch nicht alleine da. Ich habe gesehen beim Testspiel gegen Zürich auf einigen Fotos, es sind jede Menge FCS-Fans vor Ort, die euch unterstützen. Das ist auch krass, ne? Ja, es sind sehr viele da. Also muss man sagen, da sieht man, was für Stellenwert der Verein hat. Ja, also sind viele und es ist eine angenehme Atmosphäre. Gestern Abend saßen wir dann so in gemischter Runde zusammen, haben ein bisschen uns unterhalten und ausgetauscht. Und nee, ist eine sehr angenehme Atmosphäre und Stimmung im Hotel. Ja, der Patti schreibt ja immer so ein Tagebuch von eurem Trainingslager und schickt ein paar Fotos rum. Und da sieht man, dass der ein oder andere Kaipi und das ein oder andere Bier wurde gestern Abend dann auch noch getrunken. Aber hauptsächlich von den Fans, natürlich. Ja, natürlich. Auch eins getrunken, so, aber die Fans haben mehr Urlaub, sage ich, von dem her dürfen die schon ein oder zwei Gläser mehr trinken. Und der ein oder andere ist aber trotzdem vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil er vielleicht gehofft hat, einen neuen FCS-Spieler schon mal kennenzulernen im Trainingslager, aber ist keiner dabei. Warum? Nee, aktuell ist noch keiner dabei, wie gesagt, auch kein Testspieler und ja, wir gucken noch, mein Trainer ist sehr zufrieden mit dem Kader, was er aktuell hat. Von dem her sieht er auch nicht so die Not, jetzt halt schnell was zu machen. Natürlich gucke ich noch am Markt, was möglich ist. Der ein oder andere Spieler ist natürlich schon interessant, muss man sagen, der auch am Markt war oder jetzt auch noch ist. Aber wie gesagt, Trainer ist relativ zufrieden mit dem Kader jetzt und will sich erstmal in Ruhe erstmal das Trainingslager vorbeigehen lassen, denke ich, und dann müssen wir weitergucken. Der Rüdiger Ziel sagt ja auch immer wieder, dass er dem Kader vertraut, der aber ja schon mal recht klein ist im Vergleich zu anderen Mannschaften. Also, weiß ich nicht, wenn jetzt vorne Kai Brünker wegfällt und hinten in der Abwehr zwei Stammkräfte, dann wird es aber auch ganz schnell ganz eng. Also es ist schon ziemlich risikoreich, oder? Ja, natürlich. Wir haben jetzt mit Sebastian Jakob und Patrick Schmidt zwei Langzeitverletzte, die wahrscheinlich diese Saison nicht mehr kommen werden. Dann haben wir mit Richie Neudecker einen Spieler, der wird auch noch bis Ende Februar wahrscheinlich fehlen und dann erst wieder zur Verfügung stehen. Das sind schon mal so drei wichtige Spieler, die sind da sind. Natürlich jetzt im Trainingslager, wir haben 25 Mann dabei, davon drei Torhüter, dann sind wir bei 22. Von den 22 haben wir noch drei U19 Spieler dabei. Also das sieht man schon, dass der Kader nicht zu groß ist, auf keinen Fall. Deswegen müssen wir da schon noch die Augen offen halten. Wenn ihr die Augen offen haltet, für welche Position? Ja, ich denke, die wichtigste Position ist nach vorne im Sturm. Mhm. Wie du schon gesagt hast, falls mit Kai Brünke irgendwas ist, haben wir kein Zentrumspieler mehr eigentlich vorne drin. Und das ist schon, hat schon Priorität. Ja, natürlich in der Defensive muss man auch mal gucken, da haben wir schon den einen oder anderen verletzungsanfälligen Spieler im Kader. Aber ich glaube, die wichtigste Position ist vorne im Sturm. Es kamen viele Fragen zu den Transferaktivitäten, auch konkrete Fragen. Zwei würde ich gerne weitergeben. Da ging es einmal um Johannes Wurz. Der ist Saarländer, hat in der U19 beim FCS gespielt, hat jetzt bei der zweiten Mannschaft vom SC Freiburg unterschrieben. Und zum anderen Terence Boyd, der bei Kaiserslautern jetzt aussortiert wurde. Johannes Wurz hätte, glaube ich, der ein oder andere ganz gerne gesehen wieder beim FCS, aber hat nicht geklappt. Magst du uns sagen, warum? Ob er ein Kandidat war? Ja, ich kenne Johannes. Ich habe ihn ja hochgezogen damals aus der U19 und bei mir dann ja die ersten Profischritte gemacht. Er ist ein toller Spieler, toller Charakter. Ja, aber ich möchte nicht näher auf so Sachen eingehen. Ich glaube,
Respekt gegenüber den Spielern auch, dass man nicht die Details über irgendwelche Vertragsgespräche oder auch nicht sagt, glaube ich. Das muss intern bleiben und ja, deswegen möchte ich dazu nichts sagen, zu der Einzelnen. Dann ganz kurz zu Terrence Boyd, der wird jetzt in Verbindung gebracht mit Mannheim, da liegt es wohl angeblich an der Ablösesumme. Ist das eine Option auch für uns oder eher nicht? Nein, mit Terrence Boyd haben wir uns jetzt weniger beschäftigt und was es Mannheim ist, kann ich auch nicht sagen oder was das da liegt, aber da haben wir jetzt eigentlich uns nicht näher beschäftigt. Dann würde ich gerne einen Namen noch in den Ring werfen, der immer mal wieder auch im Umfeld vom 1. FC Saarbrücken auftaucht, auch bei mir, nämlich Finn Lagenmacher. Der ist 23 Jahre alt, Stürmer, spielt bei 1860 München. Sein Vertrag endet am Ende dieser Saison und man hört, er ist nicht so happy bei den Löwen. Er kennt Rüdiger Ziel unter anderem noch von Havelse damals, ist ein großer Stoßstürmer, also eigentlich ja einer, der gut ins Profil passt bei dir, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, Finn Lagenmacher ist für jeden Drittligist interessanter Stürmer. Ja, er ist noch jung, Zentrumspieler, würde natürlich bei uns ins Profil passen, aber er hat bei 1860 München Vertrag und ich habe jetzt nichts von 1860 München gelesen oder gehört, dass sie ihn abgeben wollen. Von dem her ist es für uns kein Thema, aber natürlich er als Spieler ist natürlich für jeden Drittligist interessant. Ganz spannende Frage ist von Juli, der würde gerne wissen, mit welchen Argumenten versucht ihr denn Spieler davon zu überzeugen, nach Saarbrücken zu kommen? Außer jetzt dem Geld eventuell. Ah, nein, ich glaube schon, der SC Saarbrücken als Traditionsverein mit diesem Umfeld, mit den Fans, ja, mit dem Stadion, mit der Stimmung, was in den Stadien bei uns herrscht oder im Stadion bei uns herrscht. Ja, das hatten wir ja bei den Meisterschaftsspielen, haben ja im Schnitt über 10.000 Zuschauer. Dann die Pokalspiele natürlich, ich glaube, das ist schon ein Trumpf, was man sagen kann. Und einfach auch die Zielsetzung als Erstes aus Saarbrücken, dass du natürlich oben mit dabei sein willst. Ja, und wenn es geht, natürlich ganz, ganz oben dabei sein. Das sind Spieler, die vielleicht irgendwann mal kommen, das ist das eine Thema. Aber es sind ja jetzt auch welche dabei, was auch den einen oder anderen überrascht hat, nämlich zwei Spieler aus der U19, Leo Schahin, Tim Walle und Andy Breuer. Wie sehen denn deren Perspektiven aus? Die sind aus der eigenen Jugend. Leo Schahin und Andy Breuer haben auch schon mal ein paar Minuten sammeln können in der dritten Liga. Ist das die Zukunft vom 1. FC Saarbrücken? Ja, wie du schon gesagt hast, mein Leo Schahin und Andy Breuer sind ja schon länger dabei, jetzt sage ich mal in der Vorrunde und haben schon ein bisschen Drittliga-Luft geschnuppert. Tim Walle war jetzt noch nicht so oft dabei. Aber das sind natürlich Spieler mit Perspektive, deswegen haben wir es auch mitgenommen. Mhm. Sie können im Trainingslager zeigen, wir werden die weiter beobachten. Aber ich glaube schon, ja, dass alle drei gewisses Potenzial haben. Und wir müssen jetzt einfach in der Rückrunde beobachten, wie die Entwicklung noch ist. Aber ich glaube, es sind schon alles drei Spieler, wo man überlegen kann oder muss, dass man sie nächstes Jahr in den Drittligakader mitnimmt. Und mit Leo Schahin hat man ja jetzt sogar einen angehenden Nationalspieler noch mit im Verein. Ne? Das ist auch ganz geil. Ja, natürlich. Das ist super. Auch für ihn jetzt mal so eine Erfahrung. Ja, wir fliegen ja am Samstag zurück. Mhm. Er wird dann direkt von Frankfurt weiterfliegen nach in die Türkei zum Lehrgang der U19-Nationalmannschaft der Türkei. Und ja, ist eine super Erfahrung. Ich glaube auch gewisse Auszeitung für unser NLZ wieder, ja, einen talentierten Spieler oder einen Nationalspieler jetzt zu haben. Und einer, der auch eine kleine Überraschung ist, dass er dabei ist, ist Gianluca Lo Scrodato. Der spielt normalerweise bei der ZWET, kommt aus der Jugend vom 1. FC Saarbrücken und hat in den letzten Jahren ganz viel in der Regionalliga gespielt. Also ist auch ein gestandener, erfahrener Spieler mit 27 Jahren. Ist der jetzt vielleicht sogar eine Option auch für die erste Mannschaft? Gut, der Rüdiger Ziel hat positive Rückmeldung aus der zweiten Mannschaft erhalten, was bei ihm angeht, beim Gianluca. Und ja, da wir, wie gesagt, auch einige Verletzungen haben, hat es auch jetzt gepasst von der Kadergröße her. Und er kann sich diese Woche mal zeigen und dann wird man sehen, dann wird der Trainer entscheiden, wie es mit ihm weitergeht, ob er wieder in die zweite geht oder bei uns noch ein bisschen dabei bleibt. Verletzung ist ein gutes Stichwort. Du hast gerade schon über die drei Langzeitverletzten, Sebastian Jakob, Patrick Schmidt und Richard Neudecker gesprochen. Neudecker ja wahrscheinlich im Februar dann wieder mit dabei. Beim Testspiel gegen Zürich waren aber auch ein paar Spieler nicht dabei. Also Tim Schreiber hat nicht gespielt, Kai Brünker, Bjarne Tölke und Bonet Uafero. Wie sieht es bei denen aus? Haben die irgendwie Verletzungen oder waren das Vorsichtsmaßnahmen oder warum haben die nicht mitgespielt? Ja, ist bei Bonet Uafero und Bjarne Tölke, was ja noch von der Rückrunde einfach die Nachwehen, was sie hatten, aber die werden morgen normalerweise eine Halbzeit jetzt spielen gegen Molenbeek.
beim letzten Testspiel sind soweit wieder fit. Also denke ich, das sieht gut aus. Bei Tim Schreiber war es einfach ein bisschen Vorsichtsmaßnahme durch das harte Training, aber sonst auch wird es kein Problem geben. Und bei Kai Brünker war es ein kleiner Infekt, aber wenn alles normal läuft, wird er auch morgen eine Halbzeit spielen. Mhm. Dann lass uns noch ganz kurz auf einen anderen Aspekt deiner Arbeit gucken, nämlich nicht nur neue Spiele verpflichten, sondern eventuell auch Spieler halten. Es laufen wie immer zum Ende der Saison jede Menge Verträge aus, unter anderem alle drei Verträge der Torhüter, also von Tim Schreiber, Tim Paterok und Finn Kurtjürber. Der Tim Schreiber hat jetzt gerade so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, auch mit den DFB-Pokalspielen. Der ist ausgeliehen von Leipzig. Ich weiß aber, als ich die Folge mit ihm gemacht habe, hat er ziemlich klar angedeutet, dass er nicht unbedingt nach Leipzig zurückgehen möchte. Wie stehen denn da so die Chancen, dass er eventuell bleibt? Ja gut, er ist noch ausgeliehen von Leipzig, deswegen, er hat noch Vertrag, dann ab der kommenden Saison wieder bei Leipzig. Deswegen haben wir da nicht die Hand drauf. Mhm. Da müssen wir sehen, was Leipzig für Vorstellungen hat, wie sie sich vorstellen. Und natürlich der Team auch. Aber ja, da können wir jetzt aktuell noch nichts machen. Wie gesagt, da ist Leipzig am Zuge dann, was mit ihm passiert. Aber ja, er hat gezeigt durch seine Leistungen, dass er ein sehr interessanter Spieler auch für die kommende Saison sein kann. Wenn wir eine Reihe weiter nach vorne gehen und uns die Abwehr anschauen, da laufen die Verträge von Bonet Uafero, Lukas Böder, Fabio Di Michele Sanchez, Marcel Gauss, Calogero Rizzuto und Frederik Rechtenwald aus. Beim Marcel Gauss nehme ich mal an, ist die Sache wahrscheinlich am klarsten. Der hat schon gesagt, dass er eigentlich vorhat, wieder zurückzugehen nach Düsseldorf mit seiner Familie? Oder besteht da doch noch Hoffnung, ihn ein bisschen bearbeiten zu können? Ja, gut, wir werden schon ein bisschen bearbeiten, zumindest versuchen. Aber Marcel ist natürlich aus familiären Gründen. Er bekommt bald das vierte Kind, wird kommen und sowas. Und er muss natürlich schon gucken, auch in seinem Alter, wie geht die Zukunft weiter? Wo ist die beste Perspektive für ihn oder für die Familie? Aber da werden mit Sicherheit nur Gespräche jetzt stattfinden. Aber ob wir ihm noch umstimmen können oder wie es aussieht, müssen wir sagen. Wir werden es versuchen, aber ja, ist wirklich wahrscheinlich eine schwierige Sache, weil die Familie und die Frau natürlich auch, denke ich mal, das letzte Wort hat. Nutzt ihr die Zeit im Trainingslager dann auch, um so ein bisschen die Stimmung mal bei den Spielern abzufragen? Nach dem Motto, habt ihr überhaupt Interesse? Könnt ihr euch vorstellen, zu bleiben oder vielleicht auch zu signalisieren, ey, wir würden ganz gerne weitermachen? Ja, natürlich. Ich meine, das bietet sich ja hier an. Man ist 24 Stunden zusammen, ja, und da ergibt sich, ob mittags oder abends, immer die Zeit, sich zusammenzusetzen. Und grundsätzlich ist ja auch schon unser Ziel, wieder den Stamm zusammenzuhalten. Einfach, das war die letzten Jahre ja auch so, dass man es einfach versucht, schon mit einer funktionierenden Mannschaft wieder in eine neue Saison zu gehen und nicht wieder 10, 15 neue Spieler zu holen. Und von dem her wäre schon wichtig, wenn wir gerade Stammspieler und die wichtigen Spieler einfach für die neue Saison auch wieder halten können. Dann lass uns mal noch ins Mittelfeld schauen. Die Spieler, die da bald vertragslos sind, Stand jetzt, die würden eigentlich für mindestens zwei andere Drittliga-Vereine reichen. Luca Kerber nämlich, Richard Neudecker, Kasim Rabihic, Julius Biada und Amin Naifi. Bei Luca Kerber, ich glaube, sein Herz ist blau-schwarz, das wissen wir alle, der würde gerne bleiben, aber jetzt mal angenommen, es wird nichts mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Wir würden uns alle wünschen, dass er weiter beim FCS bleibt als Gesicht des Vereins. Aber muss er dann nicht eigentlich karrieretechnisch tatsächlich wechseln, um weiter oben zu spielen? Also der Verein, oder wir müssen alles versuchen, dass er hier bleibt. Er ist ein Aushängeschild, er kommt aus dem Verein. Er ist ein toller Mensch. Also von dem her müssen wir alles dran setzen, dass er hier bleibt, finde ich. Ja, also es wäre schon sehr wichtig. Ob es uns gelingt, ist natürlich was anderes. Für ihn ist natürlich die sportliche Perspektive schon wichtig auch. Er ist noch jung und will natürlich auch weiterkommen. Aber wir werden da intensive Gespräche führen und hoffen, dass wir ihn überzeugen können, auch wenn wir nicht aufsteigen oder wenn es nicht für ganz oben reicht, dass er hier in Saarbrücken bleibt. Dann lass uns kurz noch über Amin Naifi sprechen. Der ist so ein bisschen der Überraschungstransfer, der hat ziemlich gut eingeschlagen und es gibt wohl diese Option, dass der Verein ihn für eine überschaubare Summe fest verpflichten kann, also kaufen kann. Habt ihr da schon drüber gesprochen, ob ihr diese Option nutzen werdet? Ja, ich glaube, Amin hat gleich gut eingeschlagen, ja, wo er gekommen ist und so, hat sich gleich an die dritte Liga relativ zügig gewöhnt, muss man sagen. Und natürlich wäre das schon
wichtig, denke ich mal, wenn wir da für die nächste Saison ihn auch hier behalten können. Simon Steele, Kai Brünker, die haben alle noch Vertrag, aber Patrick Schmidt auch, aber der Vertrag von Sebastian Jakob, der läuft Ende der Saison aus. Der ist nach wie vor verletzt, hat, glaube ich, im Oktober Oktober 22 sein letztes Spiel gemacht, als er sich da verletzt hat. Wie geht's denn mit ihm weiter? Habt ihr da schon einen Plan, ob man nochmal ein Jahr verlängert oder wie geht's da weiter? Ja, wir haben jetzt noch keine Gespräche geführt. Ja, ich denke, Sebi soll jetzt mit seiner Reha mal erstmal wieder beginnen in Ruhe. Dann gucken wir im April, Mai, wie die Situation ist. Und da muss man sich einfach unterhalten, was Sinn macht, was nicht Sinn macht. Und dann weiß er mit Sicherheit auch schon weiter, wie er körperlich ist und wie er sich da fühlt. Und aber das wird sich erstmal ein bisschen hinziehen, denke ich mal, bis April, Mai, bis wir da Gespräche führen. Es sind ja nicht nur die Spieler, deren Verträge auslaufen, sondern laut transfermarkt.de auch vom kompletten Trainerteam, also von Rüdiger Ziel als Trainer, Bernd Hemsoth, Yannick Thiel, Co-Trainer und auch vom Torwarttrainer Michael Hemmer-Weirich. Gibt es da schon Tendenzen, ob das Team in dieser Form weitermacht oder ob es da Veränderungen geben wird? Nein, gibt es noch keine Tendenzen. Ja, ich denke mal, da muss man mit dem Trainer-Manager auch nochmal reden. Toll da. Also, aber ich denke, da wird die nächste Zeit sein, gerade was den Staff angeht. Ich denke mir, das ist schon wichtig, dass da frühzeitig auch Klarheit herrscht, wie das dann weitergehen soll. Ja, das ist ja eine besondere Situation. Da kommt auch eine Frage von Luki Lu, der wird nämlich gerne wissen, wie sieht die Aufgabenteilung zwischen dir und Rüdiger Ziel aus? Das ist ja schon bei uns ein bisschen kurioser, weil sozusagen der Trainer auf dieser Stufe ist, dann kommt der Sportdirektor, nämlich du, und über dem Sportdirektor dann eigentlich auch wieder der Manager. Wie habt ihr das aufgeteilt? Ja gut, Saarbrücken ist immer für besondere Dinge ja bekannt, gell? Nein, aber aktuell, Trainer kann sich auf seinen Trainerjob total fokussieren. Alles, was die Managementaufgaben angeht, übernehme ich aktuell oder habe ich, was das Tagesgeschäft angeht, um die Mannschaft rum. Das ist meine Aufgabe mit Gesprächen, mit Beratern. Das machen wir beide, da tauschen wir uns aus, was in der Richtung ist. Also, aber er kann sich so total fokussieren auf das Traineramt aktuell. Der Michael fragt, wie sieht es eigentlich beim Thema Profi-Campus aus? Das war vor ziemlich genau einem Jahr ein Riesenthema, dann ist es ein bisschen ruhiger geworden. Wird da noch drüber gesprochen, wird da noch was geplant oder ist das jetzt erstmal vom Tisch? Ja, da ist aktuell das Präsidium in Gesprächen, ja, wie weit da der Stand der Dinge ist, kann ich jetzt nicht sagen. Da muss man einfach mal im Präsidium drüber reden, wie der Stand der Dinge ist. Eine beliebte Frage, die Spielern in den letzten Wochen gestellt wurde, war, wenn du dich entscheiden dürftest, Aufstieg in die zweite Liga oder Sieg im DFB-Pokal. Der eine oder andere Spieler hat dann gesagt, naja, aufsteigen kann ich vielleicht nochmal, aber im DFB-Pokal-Finale zu stehen, das wird wahrscheinlich nicht nochmal so schnell klappen. Sieht der Sportdirektor das auch so, dass man den Fokus jetzt auf den DFB-Pokal legt? Nee, das auf keinen Fall. Also ich will keines entscheiden. Ja. Ich will bei beiden Sachen ganz nach vorne kommen und Erfolge haben. Also von dem her sollte man sich nicht sagen, das und das ist wichtiger. Aber ich sag mal so, ein Aufstieg in die zweite Liga, das wäre schon noch, ja, nochmal ein Tick, jetzt, was man dieses Jahr schaffen könnte. Das ist natürlich schwer. Wir haben großen Rückstand, sage ich mal, auf Platz 1 und 2. Aber es sind beide Sachen wichtig. Ja. Beide sind brutal toll. Und im Pokal hat man gesehen, was es für Imagegewinn war jetzt gegen Bayern, gegen Frankfurt der Sieg. Ja. Wie positiv wir in ganz Deutschland da rübergekommen sind oder auch international. Und das war schon toll für den Verein jetzt. Jetzt habt ihr noch ein paar Tage Zeit, euch auf genau diese Sachen vorzubereiten im Trainingslager in Andalusien. Samstag geht's zurück. Was steht jetzt in den nächsten Tagen noch an? Ja, morgen spielt noch das letzte Vorbereitungsspiel dann gegen Molenbeek an. Das ist nochmal ein wichtiger Test jetzt einfach, der letzte Test, bevor es dann losgeht nächste Woche in Viktoria Köln. Und ja, jetzt heute noch Einheit, dann morgen noch mal eine Einheit taktischen Inhalten. Ja, und dann geht es am Samstag schon wieder zurück nach Saarbrücken. Dann hoffe ich, dass alle gesund und gut trainiert wieder zurückkommen ins kalte Deutschland und wünschen euch da jetzt trotz allem noch ganz viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach Spanien. Danke dir, Tauzi. Ciao. Das werden ja mal wieder spannende Wochen beim FCS.
Mal schauen, ob wir nächste Woche vielleicht schon einen Neuzugang begrüßen dürfen oder ob es dann doch Ende Januar wird. Also ich meine, wir wünschen all unseren Spielern, dass sie sich nicht verletzen und dass sie gesund und gut durchkommen in der Saison. Und dann wissen wir, dann brauchen wir auch definitiv keinen Neuzugang, weil diese Mannschaft kann jeden schlagen. Das haben wir gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Aber es ist halt Fußball, ne? Und manchmal geht es schneller, als man denkt und dann bist du plötzlich blank. Deswegen hoffe ich doch sehr auch, dass da vielleicht ein oder zwei Spieler in den nächsten Wochen noch dazukommen, die in das Team passen und die uns hoffentlich verstärken. Wir werden sehen. Ich mache euch gerne nochmal darauf aufmerksam, wenn ihr gerne dieses T-Shirt hier haben möchtet, also das Jahr 2023 auf dem Rücken, dann könnt ihr das Ding bestellen. Und zwar hier bei dieser E-Mail-Adresse info@jt-design.com, Design mit Z geschrieben, oder ihr geht auf die Instagram-Seite von den beiden, von Jonas und von Tim. Die machen das Ganze nämlich. Die T-Shirts kosten 15 Euro. 5 Euro davon gehen an einen guten Zweck, nämlich an den Wünschewagen im Saarland und an den Förderkreis der Virage Est. Ihr könnt das Ding bestellen. Wenn es euch nach Hause geschickt werden soll, kostet es nochmal 3,50 Euro extra für den Versand, die Verpackung und die Versicherung. Ansonsten könnt ihr es abholen in Saarbrücken oder beim nächsten Heimspiel gegen Ingolstadt. Ich würde mich freuen, wenn viele von euch zuschlagen und eine gute Sache unterstützen. Und ja, vielleicht eine kleine Info noch. Die nächsten 2-3 Wochen wird es keine neue Folge geben von Tauzi ruft an, denn übermorgen steige ich ins Flugzeug und bin erstmal weg, komme aber rechtzeitig zum ersten Heimspiel wieder zurück und danach wird es dann wahrscheinlich die nächste Folge von Tauzi ruft an geben. Also bis dahin eine gute Zeit. Wir sehen uns im Stadion. Bis bald.